In Anbetracht des immer weiter fortschreitenden Klimawandels ist der Schutz von unseren natürlichen Lebensgrundlagen zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe geworden. Inwiefern sich Solothurn oder im Speziellen Bewohnerinnen und Bewohner von dieser kleinen Stadt Gedanken um Nachhaltigkeit in ihrem Alltag machen oder ob das Ganze vielleicht doch an einem globalen Mega-Hype gleich, das finde ich hoffentlich in der heutigen Ausgabe vom 11 Highlight raus. Welchen Bereich von deinem täglichen Leben haltest du für besonders wichtig, um nachhaltiger zu werden? Sicher zum Arbeiten fahren. Also ich gehe immer mit dem Velo zum Beispiel. Und ich denke, das ist schon ein grosser Part, weil viele sind heutzutage mit dem Auto unterwegs. Und genau das will ich eben ein bisschen vermeiden. Weil ich eigentlich neu kann, zum Arbeiten und darum eben mit dem Velo super kann gehen. Also ich finde, in Bezug auf Nahrungsmittel, in Bezug auf Food Waste vermeiden, da finde ich wirklich Nachhaltigkeit sehr wichtig. Oder überhaupt in Bezug auf Konsum allgemein, also auch Klamotten und sowas. Also vor allen Dingen in dem, was man beeinflussen kann, vom täglichen Abfall, den man hat. Und das in diesem Bereich in der Stadt. Ja. Und dort ist es sicher wichtig, dass man alle möglichen Ressourcen nutzt, die man einmal angeboten werden. Das wäre das. Vermutlich Konsum, dass man da halt ein bisschen runterschraubt. Zum einen was Essen angeht, aber auch was Dinge angeht, wie Kleidung, wie vielleicht Elektronikzeug, dass das nicht alles sofort von Amazon, von China oder so rübergeschickt werden muss. Ich denke, da ein bisschen runterschrauben ist wichtig. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei deinen Kaufentscheidungen? Dort muss ich sagen, bin ich noch nicht so vorbildlich. Also ich schaue natürlich schon drauf, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Zalando einkaufe oder so, damit ich nachher auch nur Sachen kaufe und dann auch wirklich behalten möchte, dass ich so wenig wie möglich muss zurückschicken muss. Und dort gibt es ja zum Glück auch schon viele Kleidungsstücke, die dann eben nachhaltig gemacht werden und auch so deklariert sind. Und ja, dass ich nachher auch so ein bisschen auf das schaue. Ja, es ist, das meiste ist ja sowieso das, was die Frau einkauft. Ich bin nicht so geeignet dafür im Moment. Und sie schaut natürlich schon darauf, dass man die Sachen einkauft, die eben aus guten Hintergründen kommen, die einen guten Hintergrund haben. So. Definitiv schon. Ich sage, vor allem im Supermarkt achte ich darauf, dass die Produkte halbwegs regional sind. Ich sage, es ist schwierig, fällt es mir bei Kleidung. Ich versuche einfach weniger zu kaufen, aber egal, wo man drauf schaut, es steht Made in Vietnam, Made in irgendwo. Also ich lasse mich manchmal sehr oft beeinflussen von den Angeboten beim Coop oder so zum Beispiel, weil ich dann nicht möchte, dass ein Hühnchen oder so weggeworfen wird. Ich finde es dann aber auch sehr traurig, wenn zum Beispiel schon weit vor Ladenschluss ich sehe, wie Sachen weggeräumt werden. Also da in dem Bezug und bei Sachen kaufen bin ich auch eher, also ich kaufe mir nicht zu jeder Saison irgendwas Neues oder so. Wie nimmst du Solothurn im Thema Nachhaltigkeit wahr? Das ist noch schwierig zu sagen, aber wenn ich so in Geschäfte gehe hier, sehe ich halt immer wieder auch, dass sie darauf schauen, zum Beispiel mit Papiersäckchen abzugeben und keine Plastiksäckchen mehr. Also ich habe hier auch gearbeitet in der Drogerie und wir haben halt auch mega darauf geschaut, dass wir eben wirklich nur noch auf Papiersäckchen gehen, keine Plastiksäckchen mehr haben. Oder auch was Produkt anbelangt, dass halt immer wie mehr nachher nicht mehr mit Plastik gemacht wurde, sondern zum Beispiel in Alu oder was auch immer. Ist zwar vielleicht auch nicht ganz so perfekt, aber ja, immer besser als das. Genau. Also wie gesagt, die großen Supermärkte könnten sich etwas nachhaltiger verhalten. Das, was mir generell in der Schweiz auffällt, auch in Solothurn, ist, dass ganz viele Brunnen sind. Und das ist irgendwo cool, aber das eine, ich meine, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber was mir auffällt, die pumpen die ganze Zeit das Wasser raus und ich verstehe es nicht, weil ich kenne das aus Wien nur, dass man das selber pumpen muss. Und ich denke, okay, ob das jetzt so nachhaltig ist, permanent irgendein Motor dort laufen zu haben, weiß ich nicht, irgendeine Pumpe. Ich weiß auch nicht, vielleicht kommt es mit Druck wirklich von der Quelle frisch, dann ist natürlich was anderes, aber
es ist irgendwie so eine ganz Kleinigkeit, die mir halt als Radfahrer, der immer sein Wasser auffüllen muss, auffällt. Sonst nicht viel. Oh, das ist jetzt noch schwierig zu beantworten. ja, das, was man eigentlich so lässt oder auch hört und sieht, ist eigentlich eine relativ gute Sache, was sie da machen. Ja. Was würdest du dir in Zukunft wünschen, wie man mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht bzw. umsetzt? Weniger reden, mehr machen. Also, ja, keine Ahnung, ich sehe schon viele Leute, die viel davon reden und dann geht's auf Bali in Sommerurlaub. Ja, das muss vielleicht nicht sein. Das finde ich auch nicht so eine einfache Frage, aber ich finde es sicher gut, wenn man sich weiterhin damit auseinandersetzen und eben auch immer wieder zu sich selber zurückkommt und schaut, was kann ich besser machen. Und das finde ich mega wichtig und ich finde es so schön, wenn es eben in den Medien immer wieder angesprochen wird und das Thema bleibt, weil manchmal ist man sich eben das auch nicht so bewusst. Also dass einfach jeder selbst eigenverantwortlich darüber nachdenkt, was der eigene Beitrag da sein kann. Ich glaube, es müsste eigentlich so sein, als einmal klar gesagt wird, was überhaupt richtig wäre und man dann nach dem an das würde halten und nach dem würde leben. Also dass wirklich auch jeder selber denkt. Ich finde es nicht gut, wenn es von oben kommt mit irgendwelchen Regularien oder so, sondern ich finde eigentlich wirklich, man kann aufklären, man kann in Schulen schon anfangen damit. Das wird auch gemacht. Und dass man da so an die Eigenverantwortung appelliert. Es ist doch sehr erfreulich zu sehen, dass auch unsere Solothurnerinnen und Solothurner sich um das Thema kümmern. Und hoffe ich auch, dass das in Zukunft so bleibt, genauso wie ihr in Zukunft hoffentlich wieder einschaltet. Das wär's auch schon wieder gesehen mit dieser Ausgabe vom ÖVI Live. Bis zum nächsten Mal. Ciao.